Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Können wir hier lang? Nein, okay. Wir sind immer noch in diesem feindlichen Gebiet. Mein Sound ist ein bisschen sehr laut, lol. Okay. Okay, haben wir. Scheiße, da oben ist einer. Den haben wir. Komm. Oh lol. Ist der da oben immer noch? Da ist einer. Wo? Von wo? Immer noch da oben. Ach, da oben sind noch zwei. Ah. Nein, das war knapp. Den habe ich, okay. Den habe ich auch. Da oben. Da oben ist noch einer, Alter. Der ist immer noch nicht tot da oben. Jetzt aber. Komm, zeig dich. Scheiße. Mann. Okay. Oh, meine Güte. Immer noch nicht? Wo denn? Ach da. Nee. Ach da. Und wo? Einfach mal alles mitnehmen hier. Da ist noch einer. Den habe ich. Okay, wo sind die? Da ist der letzte. Ich hab ihn gesehen. Hab ich jetzt alle? Immer noch nicht alle. Alter. Alter. Feind gesichtet. Sie ist allein. Oh nee. Ausschwärmen und Beeilung. Den hab ich. Ich hab keine Pfeile mehr. Oh, kacke. Okay, komm. Nice, haben wir. Oh lol, hab ich mich erschrocken. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ey, das war anstrengend. Ein bisschen. Habe ich genug Munition? Da hinten gab es doch noch irgendwo Munition, ne? Gab's hier drin nicht Munition? Wo gab's denn überall Munition? Hä? Bin ich jetzt dumm? Hier drin. Ja. Hab ich. Okay, ich bin voll mit Munition. Ich hab keine Pfeile mehr. Okay. Stell ich halt mal ein paar her. Wie, warte mal, konnte ich das hier. Okay. Okay. Nice.
Ich habe übrigens noch ein paar Mikrofon-Einstellungen geändert. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, man hört alles, was ich sage. Also jedes Mal, wenn ich rede. Das ist so meine größte Angst gerade. Weil ich halt, wie gesagt, ein bisschen was geändert habe. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Gut, aber dafür hört man halt eigentlich gar nichts, was ich so... Ja, wenn ich atme zum Beispiel, hört man es gar nicht. Oder klicken oder Kaffee trinken. Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Etc. Hört man halt einfach gar nicht. Wie kann ich denn nicht blinden? Achso, ich bin voll. Oh. Kann ich? Ich habe kein Holz. Mann. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Sieht eigentlich nett aus, ne? So fast. Okay, wie gesagt, ja. Ich habe halt nur Angst, dass ich irgendwie zu leise rede und man mich dann nicht hört. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Russisch ist gut, Anfang zu Level 3. Irgendwen habe ich doch gerade gehört, oder? Habe ich nicht gerade irgendwen gehört? Habe ich nicht gerade irgendwen gehört? Ich glaube, irgendwen habe ich gerade gehört. Voll, okay. Immer noch voll. Hätte ja sein können, dass der irgendwas anderes für uns hat. Das soll's. Oh. LOL. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hilf mir! Da drüben kommt er raus! Oh, lol! Lol! Überleben Sie das eisige Wasser. Ja, habe ich vor. Ja, ich schwimme schon so schnell ich kann. Go, Lara! Go, Lara! Nein! Das war so knapp. Oh, lol. Puh. Nice. Wo ist Jacob? Wo ist er? Oh. Shit! Oh Gott! Go, Lara! Bau! Ich bin noch gesprungen? Oh Mann! Ich bin gesprungen. Manu. Ah, das haben wir gerade schon gesehen. Komm, lass mich laufen. Komm, Lara!
Los! Du schaffst das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ey. Oh Mann! Oh Mann! Gott! Ohne Witz! Ist gar nicht heavy oder so. Oh nee. Oh nee. Wie? Dad, ist alles in Ordnung? Nein. Dad? Jacob? Ganz langsam. Jacob. Trinken Sie das. Es hilft. Sie hätten mich in dem Fluss lassen können. Hätten Sie mich drin gelassen? Ich hätte drüber nachgedacht. Glauben Sie, das habe ich nicht? Oh Mann. Also, warum riskieren Sie so viel, um herzukommen? Die göttliche Quelle. Ich weiß, wonach Sie suchen. Aber ich möchte wissen, warum. Als ich klein war, gab es nur meinen Vater und mich. Er war auch Archäologe. In seinen letzten Jahren war er besessen von Mythen über Unsterblichkeit. Natürlich hat ihm niemand geglaubt. Ich auch nicht. Unser letztes Gespräch war ein Streit. Er hat sich umgebracht. Ich dachte, ich würde damit zurechtkommen, aber... Etwas anderes ist passiert. Und ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei unmöglich. Es hat alles verändert. Ich erkannte, dass mein Vater richtig lag. Er starb allein und gebrochen. Aber er starb nicht umsonst. Sie halten die göttliche Quelle also für echt. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn etwas davon wahr ist, muss ich es herausfinden. Man müsste sie erforschen und studieren. Das könnte die Welt komplett verändern. So etwas darf man nicht verstecken. Veränderungen sind leider nicht immer das Beste. Würden Sie Trinity... das Geheimnis der Unsterblichkeit geben? Natürlich nicht. Dann bitte ich Sie, Ihre Suche nicht aufzugeben, sondern Ihren Weg zu ändern. Schließen Sie sich uns an. Helfen Sie uns gegen Constantine und Trinity. Und was passiert dann? Dann verlassen Sie das Tal lebend. Im Wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Nein. Tut mir leid. Das kann ich nicht tun. Können oder wollen? Ich bekämpfe Trinity mit ihnen, aber mein Ziel bleibt dasselbe. Wenn ich jetzt aufgebe... Wäre es, als würden sie ihn im Stich lassen. Nicht nur ihn. Ich brauche Antworten, Jacob. Ich muss es verstehen. Sie gehen weg. Im Moment geht es mir um mein Dorf. Es liegt hinter dem Bergpass.
einen Tagesmarsch entfernt. Vielleicht gibt es einen kürzeren Weg durch die Kupfermine. Sie ruhen sich aus. Ich bin bald zurück. Oh, was ein lieber Kerl. Lieb. Neues Abenteuer wartet auf Sie. Danke, dass Sie Baba Yaga, der Tempel der Hexe, für Rise of the Tomb Raider gekauft haben. Einsatzziel werden mit rosa Markierungen auf Ihre Karte dargestellt. Eine Sowjetanlage wartet eine neue Mission auf Sie, die Mysterien des gottlosen Tals locken. Okay. Jacob, sind Sie da? Verdammt, wo ist er? Na, zu seinem Dorf. Ja, da ist das Dings da. Okay. Aber... wollen wir das jetzt machen? Eigentlich nicht, oder? Ah. Overwatch hat Kontakt mit der Einheimischen im alten Sägewerk. Wir haben sie verletzt, aber sie scheinen Fallen im Gebiet aufgestellt zu haben. Bisher gab es einen Toten. Wir sehen uns mal um. Ah, hier sind wir. Oder? Moment, ist es das? Ja doch, klar. Da unten hatten wir mit Jacob geredet, glaube ich, ne? Das erste Mal? Ich glaube schon. Erstmal muss Lara sich wieder das Richtige anziehen. Jacob ist vorgegangen. Er hat etwas an sich, das ich nicht recht beschreiben kann. Es ist seltsam, irgendwie tröstlich. Als könnte ich ihm alles sagen, ohne dass es ihn beunruhigt. Ich spüre kein Urteil von ihm. Trotzdem ist er schwer zu durchschauen. Mein Instinkt sagt mir, dass er gut ist. Er hat mich gerettet. Ich kann ihm vertrauen, zumindest im Moment. Aber ich habe das unbestimmte Gefühl, dass er mehr weiß, als er zugibt. Oh, so eine Schrotflinte ist schon ganz geil, ne? Oh ja. Oh, Schrotflinte. Geil. Geil. Wir können nichts upgraden, wie es aussieht. Wir haben für nichts irgendwas. Sonst würde es hier auch blinken. Aber wir haben hier noch eine Dings, die ich einsetzen will. Viel schneller erledigen, okay. So, hier? Ne, das hatte ich ja, genau. Schneller die Feinde erledigen. Ja, das wollen wir. Das wollen wir. Okay. Ja. Da irgendwo, ne? Ja, in diese Richtung. Ich gehöre zu Jacob. Wir sollten auf sie warten. Aber diese Schweine haben uns gefunden. Oh. Oh. Oh Gott. Ist alles okay? Ich schaff's schon. Aber ich muss hier weg, falls die Eindringlinge zurückkommen. Da ist eine Höhle. Hinter der Brücke da. Eine Wolfshöhle. Dort sehen sie nicht nach. Aber allein kann ich sie nicht räumen. Nicht so. Wenn sie sie töten, hätten wir einen sicheren Ort zum Sammeln. Ich hätte vielleicht sogar etwas für ihre Pistole. Können sie uns helfen? Na klar! Ja, natürlich. Bleiben Sie in Deckung. Ich komme wieder. Jacob hatte recht mit Ihnen. Natürlich hatte er recht. Wir sind super. Ach, in der Höhle waren wir doch schon mal, oder? Ist das die Höhle? Ah ja, okay, da waren wir doch schon drin, oder? Ich glaube, da waren wir schon mal drin. Ja, stimmt, das ist die Höhle. Haben wir die Würfel nicht schon alle besiegt? Oh nein, haben wir nicht. Nein, Nachlan! Ui.
Knapp. Puh. Not even close. Nein, ich meine, nö. Nö. Ein bisschen. Haben Sie die Höhle geräumt? Ja. Die Höhle ist leer. Sie können jetzt hingehen. Dort sind Sie sicher. Vielen Dank. Hier, nehmen Sie. Jacob bat uns, Sie zu beschützen, aber Sie haben gar keinen Schutz gebraucht. Nö. Kann ich da nicht hoch? Komm da nicht rauf, oder? Komm ich da rauf, damit ich oben wieder hoch kann zu dem Feuer? Wäre recht cool eigentlich, muss ich ja sagen. Nein, ich glaube, ich komme da nicht rauf. Doch. Ja? Haha. Ich komme natürlich rauf. Geil. Und wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt sogar. Alter. So, haben wir das Visier? Wir haben das Visier. Mal kurz gucken. Ne, wir haben das Visier nicht drauf. Hä? Oder gibt es dafür jetzt Upgrades? Oder ist es hier drauf? Oder hier drauf? Oder auf welcher Pistole? Ist auf irgendeiner Pistole drauf? Ach, keine Ahnung. Nö. Okay. Schnellere Herstellung. Nee. Achso, ja, stimmt. Das hier wollte ich machen, ne? Was? Wenn Sie eine Menge Herstellungsmittel. Nee, ich glaube, ich mache das hier. Und danach das hier. Das Doppelschuss-Upgrade. So, Leute. Gut, dann würde ich aber auch sagen, der Part ist erstmal vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.